Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying in Russland mit dem Virus. Grüß, Salve. So, wir gucken mal aufs Wetter. Rennen. Ja, kein Regen. Qualifying, kein Regen. 29 Grad Lufttemperatur und Sonnenschein. Was will man mehr? Jetzt habe ich wieder so einen Pinken vor mir. Und einen Alonso oder den Van Dorn. Ei, komm, lass mich endlich raus. Ja, noch ein bisschen Platz nach vorne. Mal gucken, wen ich da hab. Alles fertig, wir sind bereit. Ach, jetzt fährt auch noch ein Silberpfeil von euch. Ich dachte, jetzt hätte ich jetzt. Ach, und ein Ferrari. Nein, ich So hab doch muss immer das. so Pech. Ach, fuck it, ey. Hier, Rocket, komm, lass mich raus jetzt hier. Du Hansebänger, Fischlippe. So, einmal. Oh, Mann. Erstmal mager stellen, mager Quark. Ja, immer lecker. Schön mit Erdbeeren. Der lieber mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Ja, Daniel, Quark mit Sahne? Nee. du Erdbeermeister, du könntest ja auch mal wieder eine Torte machen. Wo ist der gelernte Bäcker? Jo, wenn ich Bock dazu hab. Boah, fauler Sack. So eine Nudeltorte. Nudeltorte, ja. Nee, dafür ist meine Laune gerade nicht gut genug. Ich muss erstmal wieder gute Laune kriegen jetzt. Jetzt versuche ich gerade nach vorne ein bisschen Abstand aufzubauen und der vor mir, der kriegt es einfach nicht geschissen, schnell zu fahren. Und zu langsam darf ich ja auch nicht fahren, sonst kriege ich den von hinten wieder auf den Sack. Lieber hinten, den kannst du auf Abstand halten als vorne. Oh, jetzt aber müsste reichen. Ich muss ja auch noch ein bisschen Speed aufnehmen können hier. Go, Johnny, go. Glück gehabt, dass keiner aus der Box gefahren ist. Da das Qualifying vorbei. Nein! Bremst, die ist doch diese scheiß Einst ich hätte ach Mann, da war die Ah, ich kenne das. Ist gar nicht wieder die ganze Zeit zugucken. Ah, leck mich am Ja, wenn ich ist meine Runde zu Ende habe, ich auch. Diese gerade, dann geht es über die Curve drüber, da will die Karre nicht mehr bremsen, weil sie keinen Kontakt hat auf dem Boden und dann. Jo. Ciao mit V! Und dann geht's ab. Ja, meine Fresse nochmal. Außerdem dann auf dem Scheißsteuerkreuz das Benzingemisch umzuändern, das hätten sie echt mal oben irgendwie auf diese RTLT auf dem Controller hier oben auf die Tasten legen können. Das wäre viel einfacher gewesen, wenn man da mal rum. Dann Steuerkreuz auf der Geraden wollte ich, dass sie das nicht gemacht haben. Dann wollte ich dann eigentlich schon, dass das stimmt. Und dann durch und dann schwack, zu, schwupp, diddly dance, dump the night, diddly-di, und dann war ich weg. Macht das eine Ja, ich Laune. mach das Gott sei Dank immer auf den Geraden. Auch Van Dorn, jetzt versauen wir nicht meine. Schauen wir mal hier Dieser den Penis. Camillo ein bisschen zu. Wir haben ja jetzt Zeit. Boxenstopp. Oh, hast du wieder was kaputt gefahren, weil du zu dicht auffährst, ja? Nö. Aber der hat mich ausgebremst, deswegen ist meine Zeit nicht so Bombe, wie sie hätte sein können. Was, hast du kein Benzin mehr? Boah, was? Hast du aber abgekürzt, du. Oh, ich habe keine Verwarnung gekriegt. Nö, ich fahre jetzt in eine Box und bin mit der Zeit zufrieden. Was hast du gefahren? Weiß ich nicht. 1,39. 1,39,3. Also gut platziert, ne? Ich will's hoffen. Ich weiß ja nicht, was der Hamilton hat. Sehen wir gleich. Wow. Beim Training lief so gut und dann kommt dann so ein Scheiß. Ach man, das ist Ja. doch wieder so ein Konstrukteursfehler. Das ist der Vorführeffekt.
Ja, das ist er. Wie lange geht die Scheißzeit noch? 6 Minuten. Oh Mann, hab ich's. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ich finde das mit der Zeit an deiner Stelle, würde ich das gar nicht so schlimm finden. Das Schlimme ist, dass du nachher richtig Aufholjagd hast. Und das bei dieser komischen Strecke, du. Das Blöde ist ja dann noch, wenn die wieder so scheiße bremsen, weiß ich definitiv, dass ich mir wieder irgendwas kaputt fahre. Jo. Kenne ich irgendwoher. Das ist ja das Problem. Die Verbindung zum Controller wurde unterbrochen. Stimmt auch gar nicht. Was soll der Scheiß denn? Alles gut, bist auch automatisch rein. Lewis Hamilton, was haben wir denn da? Ja, Zuschauer. Und auch rein. Perez. Perez ist auch drin. Massa fährt. Oh, der hat den Silberpfeil vor sich. Guck mal, ob man den noch überholt kriegt. Ja, so sieht der Zuschauermodus aus. Mann, hat der mit dem Föhn zittrigen. So, Session-Info, dann gucken wir doch mal. Oh, die fahren beide rein. Oh, wenn ich Glück habe, dürfte das an der Zeit reichen für den ersten Platz, falls Hamilton und Bottas nicht noch... Hülkenberg auch drin. Wer muss denn auch fahren eigentlich? Vettel mal kurz fährt. Ja, mein Teamkollege muss beste noch... Beste Zeit hat er. Da kann man nur 1,39, alles andere 41, 42, 43 und 44. Jo, und der Virus, set goodbye. The Vettel im Inlap, achso. Oh, Perez wenigstens auf dem vierten. Diese Strecke könnte Ferrari-Strecke sein. Mal gucken, was Vettel da raushaut. Wie geschmeidig die um die Kurven fahren. Wenn man das jedes Mal so hinkriegen würde. Vielleicht ein bisschen mehr Speed dabei als die, aber die Kurvenlage, wenn man das so hinkriegen tät. Vettel fährt rein. Er hat eine Zeit, okay. Oh. Hä, Vettel will... Vettel ist doch nur auf Platz 11. LOL. Hoffentlich fährt er gleich nochmal, sonst sieht's doof für ihn aus. Letzten 3 Minuten laufen. Ja, 3 Minuten 50. Ja. Dann ist das halt so. Mein dämlicher Teamkollege müsste da auch noch rausfahren, der blöde Sack. Ach, ist schon raus. Guck an. Pascal Wehrlein und hinter hat dann Red Bull hängen. Eriksen, Alonso. Dein Teamkollege mal zugucken hier. Nee. Hoffentlich fliege ich da raus. Vor, dass einer von euch auch mal wieder. Einer von euch, okay. Das war letztes Rennen. Dass er wenigstens jetzt aber auch was Gutes rausholen. Als Teamkollege. Nee, er hätte es verdient, gegen die Wand zu ballern, so wie er mich rausgekloppt hat. Vor allen Dingen wird er sowieso nicht eine bessere Zeit als 10. oder 11. raushauen, deswegen... Aber gar nicht so schlecht aussieht, wie er da fährt. Ja, ihm fehlt halt die Power so ein bisschen, ne? Ja, dir und er bremst auch. Zu viel. Naja, er bremst ja noch mehr wie ich. Wie souverän die Kurven nehmen, die KI. Haben die gut einprogrammiert, ey. Was meinst du, was das für ein Aufwand war? Keine Veränderung. Nö, in Veränderung kommen gleich noch.
Ist ja nur noch 1,48, deswegen müssen die Leute ja jetzt alle. 15 Autos auf der Strecke, yay! Ja, ich in der Box. Oh, Hamilton fährt. Wenn Hamilton fährt, ist nie gut. Die alte Hemmelwurst. Hemmelwurst. Hab ich. Freue mich schon wieder voll auf das Scheißrennen. Ja, glaube ich dir. Es ist irgendwie. Ja, du hast wenigstens was zu tun. Kann ich auch gerne darauf verzichten. Jo. Könnte ich. Wenn du Glück hast, kannst du ja am Start direkt wieder an 10 Leuten vorbeifahren oder so. Ich habe jetzt schon Angst auf den Start. Da könnte wieder irgendwas schieflaufen. Das ist so gerade. Oh, ja. Bitte nicht. Auf den Start habe ich auch keine Lust, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das ist immer das Problem, wenn man mit einem langsamen Auto als erstes startet vorne und dann die Leute alle. Vor allem bei dem Start scheren die dann noch aus und dann stehst du mit 3 Leuten nebeneinander. Wie auf der deutschen Autobahn. Schnellstraße, langsame Straße und Mittel. Aber gibt's ja, aber nur teils. Quert ist auf Platz 9 vorgefahren. Wow. Ui, toll. So, mein Freund, jetzt bin ich mal gespannt. 5, 4, 3, 2, 1. Komm, du Scheißzeit. Geh weg jetzt endlich, ey. Das reicht. Ich hab Glück. Oh, der Vettel hat sich noch auf Platz 3 vorgemogelt. Toro Rosso, Mercedes, Ferrari, Mercedes und dann wieder Ferrari. Red Bull nur auf 7 und 8. Oh, Perez auf 6. Yay, guck mal an. Sehr schön, ja, sehr schön. Ja, Quert wieder nur auf Platz 12. Und wo ist der Virus? Da hinten, alles klar. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Rennen wieder. Macht's gut, tschö. Ja, Freunde, sehe ich genauso. Bis demnächst, ciao mit V. We'll be right back.